Schöne Grüße aus der Genusszone. Heute machen wir ein schnelles Käse-Schinken-Rührei. Dafür habe ich hier schon wieder meine Sachen aufgebaut. Wir haben hier Käse, Schinken, Lauch, Eier und Butter zum Braten. Wir geben die Butter in eine Pfanne. Lassen sie kurz schmelzen. Und dann geben wir den Schinken und den Lauch dazu. Das Ganze braten wir kurz an. So, wenn das Ganze leicht Farbe genommen hat, ist es schon so weit, dass wir die Eier zugeben. Die Eier habe ich vorher kurz durchgerührt. Lassen wir das kurz anstocken. Und dann geben wir auch schon den Käse dazu. Wenn das Ei jetzt komplett gestockt ist, gebe ich noch Salz, Pfeffer dazu. Nicht so viel Salz wegen dem Schinken und Pfeffer. So, noch einmal durchrühren. Zum Schluss kommt das Ei auf eine Frühstücksplatte. Ausgarniert mit ein bisschen Grün. Und fertig ist ein leckeres Frühstück für zwei.